Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde der katholischen Bibelföderation, das Grunddokument unseres Glaubens ist ja selbstverständlich die Bibel. Das ist, glaube ich, allseits bekannt. Aber das Zweite Vatikanum hat, so würde ich einmal sagen, die Bibel wieder so richtig für unsere Kirche entdeckt und dann auch wieder zu ihrem Gewicht gebracht. Und im Gefolge des Zweiten Vatikanums ist dann auch die Katholische Bibelföderation gegründet worden. Die Katholische Bibelföderation ist ein weltweites Netzwerk. Einmal um die Übersetzungen der Bibel in die ganz verschiedenen Sprachen zu fördern und auch zu unterstützen. Und dann natürlich um die Bibelpastoral überall zu verankern und zu fördern. Und da stelle ich schon immer wieder fest, dass es da Unterschiede gibt. Es gibt manche Kontinente oder auch Regionen, die tun sich aufgrund zum Beispiel politischer Verhältnisse oder auch religiöser Verhältnisse einfach schwer. Die brauchen Unterstützung von anderswoher. Und so ist dieses bibelpastorale Netzwerk eigentlich ein Unterstützungswerk zur Förderung der Bibel, um die Bibel und die Bibelpastoral in den Herzen und Köpfen vieler Gläubiger zu verankern. Und von daher freue ich mich, Ihnen mit diesem Statement auch ein bisschen was über unsere katholische Bibelföderation zu sagen. Und ich bitte Sie, hier auch uns zu unterstützen und weiterhin zu unterstützen. Und ich bitte Sie auch selbst in Ihrem Leben und in Ihrem Umkreis immer wieder Sorge zu tragen, dass die Bibel immer wieder hochgehalten wird, dass wir uns sozusagen mit der Bibel zu Füßen unseres Herrn Jesus Christus sammeln und auf sein Wort hören und sein Leben betrachten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und gesegneten Weg Ihres Lebens und auch Ihres Wirkens in der Kirche.